Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute ein weiteres kleineres Tutorial, allerdings diesmal. Und zwar dreht sich es heute um die Community Events, die jede Woche von neuem stattfinden im Elite Dangerous Universum. Und zwar handelt es sich dabei um globale Ziele, die von jedem Commander geflogen werden können und dürfen. Und zwar findet man diese einmal, entweder man geht in das schwarze Brett einer Station. Dort wird euch hier oben unter Community-Ziele mittlerweile angezeigt, wo die sich befinden und um was es sich da handelt. So, wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, sehen wir, vor Ort ist direkt eins. Wir sind gerade in Acellus Primus und zwar gibt es hier ein Kopfgeldjagd-Community-Event. Wie das vonstatten geht, zeige ich euch gleich. Und dann gibt es hier noch vier andere. Das meiste davon sind auch in dem Fall Community-Events mit Kopfgeldbescheinigung. Eins ist, glaube ich, hier unten, das ist ein Handels-Community-Event. Es gibt da verschiedene Sorten. Einmal die Kopfgeld-Community-Events, wie wir das hier vor Ort haben, was ich gleich noch zeigen werde. Dann gibt es Handels-Community-Events, dass ihr halt mit Handelsschiffen bestimmte Frachtgüter an bestimmte Stationen liefern müsst, wie in dem Fall. Oder Kampfbelohnungs-Community-Events, wo ihr halt in diese Kriegszonen reisen müsst, um dort dann, meistens sind die vor Ort, wenn es zum Beispiel ein Community-Event ist, in dem man Kampfbelohnungen einstreichen muss, sprich diese Kriegszonen anfliegen soll, dann sind diese Kriegszonen auch meistens im System selbst, in dem auch das Community-Event stattfindet, das heißt, man muss da nicht lange suchen. Dann hatten wir noch die Handels-Community-Events, wie das hier zum Beispiel im System Rakapila. Dort müssen verschiedene Sachen hingeliefert werden, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik oder Kleidung zu dieser Station, Stone Enterprise. Dabei ist es vollkommen egal, was ihr davon zu dieser Station liefert. Es zählt immer bloß die Anzahl der Tonnen, die ihr geliefert habt. Das heißt, egal wie hoch der Preis ist für die bestimmten Güter. Es zählen immer bloß die Tonnenanzahl, die ihr geliefert habt. Nicht das, was die an Wert besitzen oder an Wert haben, wenn ihr die mit Profit wieder verkauft. Das Gute ist bei den Handels-Community-Events, diese Sachen zum Beispiel, das kann immer was anderes sein. In dem Fall sind es halt Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Kleidung. Da sind die Profite meistens deutlich höher, wenn ein System halt das hier als Community-Event hat. Dann bekommt ihr in dem System besonders hohe Profite für die Sachen, die halt gebraucht werden in dem Fall. Ob das manchmal dann für einen Hin- und Herflug auch noch besonders lohnend ist, wie ich das mal in dem Handelstutorial erzählt hatte, dass man so ein A-B-Handeln macht, sprich zwischen zwei Stationen. Im Prinzip ist das dasselbe, was ihr hier machen müsst. Ihr habt halt die Ausgangsstation, auf dem das Community-Event stattfindet, die halt die bestimmten Güter haben wollen. Und ihr müsst irgendwo halt eine andere Station haben, die diese Sachen am besten günstig zu verkaufen haben. Da müsst ihr dann ein bisschen rumgucken oder eine der anderen Sachen oder eine der anderen Seiten besuchen, die ich mal vorgestellt hatte, eddb.io, so rum. Da könnt ihr halt ausgehend von diesem System euch die Nachbarsysteme anzeigen lassen, die dann eventuell die Geschichten zur Verfügung haben und ihr das dann dahin liefern könnt. Ja, dann hatten wir noch die Kampfbelohnung mit den Kriegszonen. Dann gibt es noch Community-Events mit Explorer-Daten, die sehr, sehr selten vorkommen. Da hatte ich jetzt mal ewig gewartet, um mal meine ganzen Explorer-Daten hier einzutauschen auf meinem primären Account. Es kam jetzt bestimmt seit einem Vierteljahr mindestens kein Community-Event, in dem ich Explorer-Daten abgeben konnte. Bei Explorer-Daten ist es so, da zählen nicht die Credits, die ihr einnehmt durch die Explorer-Daten, sondern nur die angesprungenen Systeme. Also als Beispiel, ihr springt 10 euch unbekannte Systeme an, bekommt dadurch halt die Explorer-Daten auch durch den fortgeschrittenen Aufklärungsscanner nach, wodurch ja immer noch mal mehr Objekte in einem System angezeigt werden. Aber es zählt immer nur das angesprungene System. Vollkommen egal, wie viele zusätzliche Objekte in dem System von euch gescannt oder detailgescannt wurden, meinetwegen auch. Es zählt immer bloß das angesprungene System.
Dann hätten wir noch Community Events mit Rare Goods, also mit raren Gütern. Auch das ist seltener mal der Fall, dass da mal ein Community Event vorkommt. Das ist auch eine Geschichte, das zieht sich meistens sehr in die Länge, weil die halt, wie das Rare Good ja schon andeutet, die auch relativ selten vorkommen, beziehungsweise man die nicht mal eben mit 100, 200 Tonnen so einen Frachtraum vollknallen kann, sondern bloß mit 10 Tonnen, mal 16, mal 18 Tonnen, mal 2 Tonnen, hat da immer eine Station vor Ort. Die werden dann alle paar Minuten oder alle halben Stunden oder ich weiß gerade nicht die genaue Zeit, aber ein, zwei Mal in der Stunde werden die irgendwie wieder aufgefrischt, dass man sich da wieder neue holen kann. Das ist nicht ganz so geil, dort mitzumachen. Ja, hier jedenfalls vor Ort wären wir bei einem Kopfgeld-Community-Event. Merkt euch unbedingt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, am Kopfgeld-Community-Event, wie in dem Fall, nehmt das Community-Event vorher an, bevor ihr irgendwas damit macht oder daran wirklich aktiv teilnehmt. Das ist zum Beginn erstmal nicht wichtig, aber es wird nachher noch wichtig, das zeige ich euch dann. Auf alle Fälle seht ihr hier zum Beispiel erstmal noch eine schöne Erklärung, wieso, warum, weshalb und ein schöner Text dazu. Dann haben wir hier rechts eine Liste, das ist die sogenannte Tierliste oder die Stufenliste von 1 bis 8, die dann erreicht wird. Die steigt immer, je mehr Credits an Kopfgeld eingesammelt wurden, durch alle Commander zusammengefasst. Je höher die Stufen gehen, desto höher ist letztendlich das Preisgeld, was man bekommt. Mindestbelohnung hier oben von 600.000 Credits. Dafür braucht ihr hier unten bloß in die Top 100% kommen. Das heißt, ihr müsst mindestens einmal irgendwie ein kleines Kopfgeld abgeben und bekommt dann schon die Belohnung zusätzlich. So, Kommandantenbelohnung, das ist halt das, was ihr eh abgebt beim Community-Event. Globaler Fortschritt, 16,8 Milliarden Credits wurden mittlerweile verdient von 7.600 Commandern. Von 7.600 Commandern insgesamt und die verbleibende Zeit sind noch 3 Tage und 20 Stunden ungefähr. Die Community Events enden und beginnen in der Regel am Donnerstag, sprich die halten 7 Tage oder Tier 8 wurde erreicht. Dann kann das auch schon mal vorher enden. In dem Fall denke ich mal, entweder das wird knapp vor nächsten Donnerstag fertig oder dann wirklich erst am Donnerstag beendet, wenn die Zeit rum ist. Das ist jetzt so bei ungefähr der Hälfte. Also man sieht es hier, das ist ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr. Wenn 30 Milliarden Credits müssten das insgesamt eingeflogen werden, dann wäre das hier zu Ende und bei Tier 8. Gut, je mehr ihr abgebt, rutscht ihr innerhalb der Liste immer weiter nach oben. Das heißt, in der prozentual angelegten Liste, die aus den beitragenden Commandern resultiert. Einmal die Top 100%, wenn ihr überhaupt irgendwas abgegeben habt, das heißt, ihr habt aktiv einmal dran teilgenommen. Dann die Top 75%, Top 50, Top 25, Top 10%, Top 10 Kommandanten. Das geht dann halt einfach nach beigetragenem Kopfgeld eurerseits, wie hoch ihr dann hier in der Ratingliste rutscht. Und wenn das Community Event vorbei ist, sprich am nächsten Donnerstag, oder wenn das halt hier oben schon abgeschlossen wurde, dann könnt ihr euch auf der Station, auf der ihr das Community Event in dem Fall angenommen habt, in dem Fall bin ich auf der richtigen Station, aber ihr müsst dann immer zur Station nochmal zurückfliegen, wo ihr halt wirklich aktiv dran teilgenommen habt. Also ihr könnt die Community-Events aus der gesamten Galaxie auf jeder Station annehmen, die ein schwarzes Brett hat. Da könnt ihr die ganzen Community-Events einsehen und könnt auch alles annehmen. Aber ihr müsst dann immer wieder zu der Station zurück, wo ihr dann auch die Sachen abgegeben habt. Also einmal zum Beispiel die Handelsgüter auf der einen Station, die das Event startet. Genau. Die Station, die das Event startet. So, da müsst ihr dann wieder zurück und eure Belohnung einstreichen. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Community-Event an. Dann steht es auch da, ihr seid teilnehmend. Dann müsst ihr euch Kopfgeldbelohnungen verdienen. In dem Fall müssen wir hier links die Transaktionsliste uns mal anschauen. Gut, hier ist jetzt noch ein anderes Community-Event, an dem ich mal irgendwann dran teilgenommen habe. Da kann ich mir zum Beispiel noch 6,5 Millionen Credits an Bonus abholen. Habe ich jetzt seit irgendwie 2-3 Wochen noch nicht gemacht. Und das hier oben ist das Aktuelle. Auch hier seht ihr nochmal in der Übersicht, in der Missionsübersicht,
einmal, was ihr verdient habt oben und die aktuelle Belohnungsstufe. Ja. Und rechts halt nochmal die Leiste und da könnt ihr dann immer mitverfolgen, was gerade so passiert beim Community-Event. Wie gesagt, in der Regel gehen die auch dann die Woche. Manchmal, wenn das bloß dadurch, dass es gerade mehrere Kopfgeld-Events gibt, ist das hier wahrscheinlich noch nicht fertig. In der Regel sind die relativ schnell fertig, die mit den Kopfgeldern, weil man da doppelt viel Belohnung bekommen kann. Das ist für Commander, die jetzt schon länger spielen und von mir aus auch einen riesen Batzen an Geld schon angehäuft haben. Ich höre dann oft, ja, das lohnt sich ja nicht, da macht man ja weniger Credits in der Stunde. Tut mir bitte einen Gefallen, ich wollte es am liebsten schon beim Handelstutorial ansprechen, aber versteift euch nicht zu sehr darauf, in dem Spiel möglichst schnell an Credits zu kommen und an die größten und dicksten Schiffe plus die fetteste Ausstattung. Das dauert sowieso eine Weile, auch wenn ihr auf Krampf versucht, da irgendwie schnell Geld zu machen, versucht euch lieber langsam erstmal so ein bisschen ins Spiel reinzuspielen und die verschiedenen Sachen auszuprobieren, die das Spiel bietet. Und irgendwann passiert das automatisch, dass ihr dann Geld bekommt und je mehr ihr später habt und größere Schiffe habt, desto mehr wird das auch, was ihr bekommt. Lasst es einfach auf euch drauf zukommen und habt einfach Spaß mit dem, was das Spiel bietet. Geld gibt es so oder so nacheinander immer mehr. Also nicht unbedingt darauf versteifen. Deswegen sind die Community-Events gerade für Beginner gar nicht so schlecht, die jetzt meinetwegen diese Cobra MK3 haben, ein bisschen als Kampfschiff ausgestattet und dann halt auf Piratenjagd gehen, die jetzt vielleicht hier einfach mal so in die Top 75% mitrutschen oder vielleicht sogar in die Top 50% und in dem Fall schon 4,5 oder sogar 9 Millionen Bonus erhalten können. Das ist eine ganze Menge, gerade für den Anfang. Kann man sich mal in einem Rutschen komplett neues Schiff leisten plus vielleicht Ausstattung, kommt immer dann drauf an. Und wenn jetzt Tier 7 und Tier 8 noch erreicht wird, dann wird das natürlich noch mal mehr. Also das rutscht dann immer noch mal ein paar Millionen nach oben. Deswegen ist es gerade für Neuankömmlinge in der Galaxie doch keine so schlechte Sache, dort dran teilzunehmen. Dann, ihr könnt das auch sehen, wenn ihr die Galaxiekarte aufruft, an den gelben Sternen, die angezeigt werden, die könnt ihr auch ausschalten. Hier die Community-Ziele. Die werden euch angezeigt, wo die sich befinden. In dem Fall ist das Handels-Community-Event hier ein System weiter, sehe ich gerade. Wusste ich vorher gar nicht. Gut, also dass das System hier ist. Und da unten sind dann noch zwei oder drei andere. Ja, jedenfalls werden die euch immer durch die gelben Sterne angezeigt, dass das Community-Events sind. Gut, dann sitze ich gerade in meinem besten Kampfschiff, das ist die Federal Corvette, die ist komplett auf Kampf getrimmt, beziehungsweise auf PvE-Kampf, sprich gegen NPCs, mit vielen fetten Mehrfachgeschützen, komplett gepimpt durch den Ingenieur, so weit wie ich das kriegen konnte und so gut wie nur irgendwie möglich. Inklusive hat dieses Schiff noch einen Fighter-Piloten. Da kann ich kurz mal noch mit drauf eingehen. Also in diesem Video soll es jetzt nicht bloß um die Community-Events gehen, was ich halt gerade so gezeigt habe, sondern auch nochmal so ein bisschen um die Piratenjagd, vielleicht mit einem größeren Schiff dann später. Ich werde jetzt nicht genau auf das Schiff und auf die Ausstattung eingehen. Kann ich von mir aus mal mit verlinken in der Videobeschreibung, wie das derzeit aussieht auf Coriolis.io. Da müssten die aktuellen Werte ungefähr eingetragen sein von meinem Schiffchen. Jedenfalls gibt es ja die Möglichkeit, ab einer gewissen Größe der Schiffe und auch bloß bei bestimmten Schiffen, dass ihr euch einen Fighter-Hangar einbauen könnt. Und zwar, da, Fighter-Hangar, da unten ist er, der hier. Den könnt ihr euch dann einbauen als optionales Modul und könnt euch dann, hier unten sehen wir das, je nach Hangargröße ein bis zwei Fighter dort reinbauen. Die haben immer 8 Aufladungen. Das heißt, die Fighter, die werden jedes Mal in eurem Schiff neu produziert oder reproduziert. Erzähle ich euch gleich nochmal genauer, wieso und weshalb. Denn ihr könnt euch auch eine Crew anheuern. In dem Fall habe ich den Ruben Müller mit an Bord. Der hat einen Kampfrang von gefährlich, danach kommt nur noch tödlich und dann Elite, also der dritthöchste Kampfrang, den hat er schon bei mir erworben mittlerweile. Dazu gibt es zu sagen, die Crew Lounge. Das ist die Geschichte, wo ihr eine eigene Crew anheuern könnt, die für euch mitkämpfen. Und da geht es halt entweder, ihr besorgt euch hier links unten einen
Piloten für 15.000 Credits, der aber zum Beispiel bloß den Kampfrang harmlos hat. Oder das geht bis zum Kampfrang Experte, kostet aber gleich 150.000 Credits. Jetzt müsst ihr enorm vorsichtig sein, was ich am Anfang auch als Fehler gemacht habe. Dachte ich mir, okay, ich kaufe mir einfach drei von denen. Mein Geld hatte ich ja. Kaufe ich mir drei Experten-Kampfpiloten. So, dann hatte ich ja drei drin. Das Problem ist, ihr seht, hier steht eine 8%. Das ist der Gewinnanteil von Ruben Müller. Egal, was ich mache, ob ich Handel betreibe, ob ich Explorer-Daten abgebe oder kämpfe oder also ein Kopfgeld abgebe, ob ich Missionen fliege und dadurch Credits bekomme, er bekommt immer 8% ab. Egal, ob der inaktiv ist oder aktiv ist. Im Moment ist er inaktiv, ich werde ihn gleich noch auf aktiv stellen, dass der gleich mit am Kampf dran teilnehmen kann. Das Problem ist nun, wenn ihr euch einen Experten besorgt. Experte ist ein paar Kampfränge unter gefährlich. Der oder sie in dem Fall möchte schon 12% Gewinnanteil. Wenn ihr euch dann direkt drei davon kauft, sind das 36% an Belohnung für die Crew, sprich für die drei Leute dann, die euch direkt abgezogen werden. Von allen Belohnungen, die ihr irgendwo bekommt, die 36% sind futsch. Ihr seht, er hat hier rechts unten 34,6 Millionen Credit schon verdient durch die Sachen, die ich mit ihm gemacht habe. Also, okay, das klingt ein bisschen gespreizt, aber an die er halt dran teilgenommen hat, als mein Co-Pilot in dem Fall. Ihr könnt euch, so hatte ich es auch mit Ruben Müller gemacht, das war einer der harmlos Piloten, wenn ihr euch die Leute nämlich selber hochlevelt durchs Kämpfen, verbrauchen die weniger Gewinnanteil, je höher die im Kampfrang steigen. Das heißt, wenn der mit harmlos startet mit seinen 2% und ich weiß nicht, ich glaube höchstens 10% kann er dann erreichen, wenn er Elite-Rang hat. Also ist es immer deutlich weniger oder ihr spart vieles an Geld, wenn ihr euch jemanden besorgt, der von Kampfrang her harmlos ist, der dann selber hochlevelt vom Level her, als jemanden, der direkt Experte ist, der direkt von Anfang an schon 12% Gewinnanteil hat. Und kauft euch ja oder besorgt euch oder wie heißt das Wort? Jetzt komme ich nicht drauf, entschuldigt. Genau, heuert jemanden an, anheuern, so ist das Wort, der halt, ja, der günstigste ist und mit 2% Gewinnanteil bloß, dass ihr da ein bisschen testen könnt und kauft euch auch bloß ein, nicht gleich drei und schon gar nicht drei gute, dass ihr da nicht unnötig Geld verliert am Anfang, wenn das Geld sowieso noch nicht in Massen da ist. So, ich stelle den mal auf aktiv. Wir können dann auch den Vertrag mit ihm auflösen. Ich stelle den jetzt auf aktiv und dann ist er mit an Bord sozusagen. Ihr könnt überall in jeder Station, auf der ihr landen könnt, die eine Crew-Lounge haben, könnt ihr die Crew aktiv oder inaktiv stellen. Geht natürlich nur, wenn ihr einen Fighter-Hangar mit im Schiff verbaut habt oder das überhaupt verbauen dürft in dem Schiff. Wie gesagt, das kann nicht jedes Schiff. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken im Internet, welches Schiff das genau kann. Ich habe die Liste jetzt nicht ganz im Kopf. Grob habe ich sie, aber ich will da jetzt nichts Verkehrtes erzählen. Aber die meisten Kampfschiffe können die Hangar, also Fighter-Hangar schon mittragen. Das geht. Und es geht auch immer bloß ein aktives Crewmitglied und halt auch bloß einer, der mit euch mitkämpfen kann. Deswegen, ich habe ja hier unten gezeigt, ich habe zwei verschiedene Fighter. Einmal den Taipan und einmal den Kyu 97. Das ist so ein imperialer kleiner Fighter. Er kann halt immer bloß in einem drin sitzen. Hat aber auch einen Vorteil, dass ich zwei verschiedene dabei habe. Zeige ich euch nachher mal. Ja, das wäre die Crew. Wenn ihr zum Beispiel von eurem Kampfschiff, wie ich in dem Fall, mit einem aktiven Crewmitglied in ein anderes Schiff wechselt, egal ob das andere Schiff dann ein Handelsschiff ist oder auch ein Kampfschiff mit Fighter-Hangar, ist die Crew anschließend nach einem Schiffswechsel immer inaktiv. Also nicht vergessen, wenn ihr dann wieder mal losfliegen wollt mit eurem Kampfschiff und ihr habt einen Fighter dabei, dann immer nochmal schauen in die Crew-Lounge, dass ihr euren Fighter-Piloten wieder aktiviert. Das ist ganz wichtig, damit er dann dabei ist und mitkämpfen kann. Gut, das wäre das mit den Fightern und mit eurer Crew-Lounge. Ihr könnt selber natürlich auch mit den Fightern fliegen, aber das können ich von mir aus an einer anderen Stelle nochmal zeigen. Das mache ich jetzt hier nicht. Gut, dann
Schauen wir uns mal das System an. In dem Fall, wenn ihr euch Kopfgeldbelohnungen erschießen sollt für das Community Event, ist es ratsam, in dem Fall ist es sehr viel Glück, dass im selben System irgendwo ein Gasriese mitten im Ringsystem vorkommt. In dem Fall ist das der Fall und sogar direkt neben der Station. Also die hängen hier praktisch aneinander dran. Und innerhalb der Planetenringe finden sich ja dann immer die Rohstoffabbaustandorte von normal über niedrig bis hoch und gefährlich. Am besten ist dann ein gefährlicher Rohstoffabbaustandort, da bekommt ihr die meisten Piraten zu Gesicht, die dann auch eine ganze Menge Kopfgeld dabei haben. Gut, in dem Fall, wie gesagt, direkt nebenan ist dann der Gasriese mit den Rohstoffabbaustandorten. Wenn ihr euch jetzt in das Spiel einloggt und ihr guckt in die Navigationsliste, müssten ja hier, wie gesagt, das hier oben, Acellus 3, das ist der Gasriese, müssten ja hier die Rohstoffabbaustandorte auftauchen. Das tun die aber in dem Fall nicht. Denn ihr müsst erst die Station verlassen. Ich mach das mal. Das ist ein bisschen schwerfälliger, wie ihr seht, als die kleineren Schiffe. Und erst wenn ihr die Station verlassen habt, dann werden euch die Rohstoffabbaustandorte auch wieder angezeigt in der Navigationsliste. Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum die nicht direkt angezeigt werden. Aber es ist halt so. Und so wie wir dann hier rausfliegen, seht ihr schon, da werden die jetzt angezeigt. Es sind viele, viele, viele Rohstoffabbaustandorte innerhalb des Ringsystems vom Gasriesen. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gesehen an einem Ort. Und ja, es gibt jedenfalls hier unten normaler, gering und hoch. Und es wäre dann halt eigentlich optimal, da noch einen gefährlichen Rohstoffabbaustandort zu finden. Hier gibt es jetzt aber keinen. Gehen wir mal in den Hyperraum oder in den Supercruise-Modus und dann wähle ich hier mal einen Rohstoffabbaustandort aus, der hoch ist, meinetwegen, ist unter uns. Da ist der Planet nochmal, der Mond vom Gasriesen und hier links hinter uns dann die Station, von der wir gerade gestartet sind. Jo, ich fliege jetzt aber mal, bevor ich den Abbaustandort anfliege, fliege ich mal ein bisschen höher. Möchte euch nochmal kurz was zeigen, bevor es losgeht. Also zwei Dinge. Einmal, ihr könnt die Community-Events immer auf inara.cz nochmal einsehen. Unter Community Goals. Da werden euch alle aktuellen Community Events angezeigt. Hier zum Beispiel steht, dass das auch noch aktiv ist. Hier unten ist noch eins, dann noch eins, noch eins, noch eins. Und hier unten sind auch dann immer unten drunter die veralteten oder schon die abgeschlossenen Community Events zu sehen. Und auch hier drin, in denen, stehen dann auch immer nochmal die Belohnungen, die ihr halt bekommt für die Platzierungen. Das ist im Prinzip genau nochmal das, was ihr auch im Spiel zu sehen bekommt. Gibt es auch immer nochmal auf inara.cz. Könnt ihr von mir aus jeden Tag Donnerstag, wenn ihr vielleicht nicht im Spiel seid, einfach mal reinschauen. Da werden dann die neuen Community-Events direkt angezeigt. So, jetzt sind wir hoffentlich ein paar Meter weggeflogen. Genau, super. So ist das klasse. Jawohl, geiler Ausblick. Wunderschönes Ringsystem. In dem Fall drauf achten, eventuell haben wir hier sogar Glück, dass der Rohstoffabbaustandort nicht im Schatten des Planeten stattfindet. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Ist auch immer unterschiedlich, wie groß der Schattenwurf auf das Ringsystem ist. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Hier ist es eher ein bisschen weniger. Und fliegt nicht in Rohstoffabbaustandort innerhalb einem Planetenring, der im Schatten liegt. Das Problem ist, ihr seht einfach die großen Brocken nicht. Da ist alles dunkel und ihr habt dann zwar eventuell die Scheinwerfer vom Schiff an, aber ihr seht die trotzdem erst, wenn es zu spät ist. Ja, deswegen sucht euch eins raus, was irgendwo schön am besten entgegensetzt vom Schattenwurf ist. Desto länger habt ihr da Ruhe. Das ist gering, das hier unten ist hoch. Da wählen wir mal das aus und da fliege ich jetzt mal da unten rein. Auch diesen wieder halt, wie ich es schon mal mit der Cobra gezeigt habe, ganz normal anzufliegen. Einfach wieder ran. Ist halt nicht so ein durchgängiges Ringsystem, sondern mit vielen Lücken dazwischen. Aber macht echt was her, ne? Ist mal was anderes vom Anblick. Und das hier, oh, das ist sogar... Da sind bestimmt schon noch ein paar Brocken gleich. Meistens sind die halt voll im Ring drin. In dem Fall ist der halt so ein bisschen durchlöchert. Okay,
tatsächlich, hier sind wir ein bisschen weg vom Ringsystem. Da hinten geht's erst los, seht ihr das? Da hinten fangen die erst an und da hinten ist der Planet, an dem wir gerade vorbeigeflogen sind. Gut, in dem Fall stehen wir mal nicht zwischen den ganzen vereisten Brocken, sondern haben freie Flugbahn, das ist natürlich super. Und ja, dann geht es los, dann sucht ihr euch die Schiffe raus, die ihr bekämpfen wollt. Da hinten eine ASP Explorer, die ist aber sauber. Dann würde ich sagen, ich starte erstmal meine Waffen. Da seht ihr rechts, da kommen die ganzen Mehrfachgeschütze hochgefahren. Kühlkörper habe ich noch dabei, Düppel habe ich ein bisschen dabei, Tötungsbefehlsscanner, Frameshift-Antrieb, Unterbrecher ist auch dabei. Hier ist einiges dabei, genauso wie hier ein paar fette Schildzellenbänke dabei sind. Hier oben die 7A-Schildzellenbänke, die natürlich dann mein Prisma-Schildgenerator, was auch nochmal ein spezieller Schildgenerator ist, aufladen. Gut, ich werde schon gescannt. Mal schauen, was sich hier so finden lässt. Allianzvollstrecker. Kommt dann immer noch auf das System an sich drauf an, wie viele Polizeieinheiten zu finden sind. Im System. Hier vorne hätten wir jetzt einen Dreier-Wing. Ja, wäre eine ASP Scout. Alleine die hätte schon mal 60.000 Credits an Kopfgeld. Ich scanne die mal. In der Zeit hole ich mal den Ruben raus und der setzt sich mal in den Fighter. Oh, der dreht ab. Gut, jetzt ist die ASP gescannt, hat auf einmal 85.000 dabei. Ruben ist draußen in seinem Fighter und den könnte ich jetzt als ersten losschicken. Halt, Moment. So. Jetzt, Ruben greift an. Das ist auch ein Shortcut, den ich vergeben habe. Und wenn Ruben angreift und das Schiff sich dadurch dann von uns ein bisschen wegdreht nach rechts, weil er von rechts kommt, dann kann ich auch drauf ballern mit all meinen Waffen. Und ihr seht, die Schiffe gehen dann in dem Fall schon relativ schnell kaputt. So, jetzt greifen wir uns die anderen beiden an, weil das natürlich ein Wing war. Ruben geht auch immer mit auf das andere Schiff. Wenn Ruben platzt in seinem Fighter, dann ist es so, dass Ruben nicht stirbt, denn Ruben ist bei uns physisch noch in unserem Schiff vorhanden. Das liegt einfach daran, dass die Fighter ja, die 3D-Modelle sind, die in dem Fighterhangar jedes Mal neu produziert werden, wenn der Fighter kaputt geht. Und, oh, wir werden doch von drei anderen angegriffen. Okay, jetzt habe ich aktuell noch 4 Schiffe auf mich drauf. Frag mich gerade, wo die anderen drei herkommen, aber egal. Ich hoffe nicht, dass ich aus Versehen jemanden abgeschossen habe, den ich aber gar nicht abschießen durfte. Schauen wir mal. Doch, die sind alle gesucht. Na dann, weiter geht's, Ruben. Jedenfalls, Ruben ist immer physisch bei euch im Schiff vorhanden. Der verlässt das Schiff nicht, wenn er in den Fighter einsteigt, sondern bloß er fernsteuert den sozusagen. Die können trotzdem sterben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Schiff platze, dann stirbt Ruben auch. Also da ein bisschen drauf achten, dass ihr dann die Fighter aktiv halt wirklich bloß dabei habt, wenn ihr kämpfen geht und euch sicher seid, dass der vielleicht nicht mit dabei stirbt, weil es wäre schade, dann jemanden zu verlieren, den ihr halt schon schön hochgelevelt habt. Ja, und Ruben, wie gesagt, der steigt dann auch weiter im Kampfrang. Je mehr der mitkämpft und je stärker die Gegner sind, desto schneller steigt auch sein Kampfrang. Jetzt muss ich mal ein bisschen warten mit dem Scannen oder mit dem Schießen, bevor der zu Ende gescannt ist. So. Jedenfalls sammelt dann einfach für das Kopfgeld-Community-Event so ein paar Kopfgelder, wie in dem Fall. Das geht gerade relativ flott. Und so, das war nochmal 55.000. Da sehen wir drüben, die Liste hat sich ein bisschen erweitert hier nach unten. Das waren jetzt schon mal 190.000 fürs Imperium. Und dann gibt es ja noch ein paar andere. Acellus Primus Gold, auch nochmal 183.000. Und hier unten auch nochmal. Da sind dann verschiedene kleinere Fraktion, beziehungsweise auch hier für die große Fraktion Imperium, für die ihr dann Kopfgelder sammelt innerhalb der Systeme. Das können mal mehr, mal weniger, oh, da ist noch einer, Kopfgelder sein von verschiedenen Fraktionen, die euch dann angezeigt werden. Gerade durch den Tötungsbefehlsscanner, hatte ich ja erklärt, in dem anderen Tutorial, dass der Tötungsbefehlsscanner nicht bloß die systemweiten Kopfgelder des Piraten anzeigt, sprich die Kopfgelder in dem Fall, die wir hier im System haben, sondern halt das galaxieweite Kopfgeld. Und das können halt auch Kopfgelder sein aus einer anderen Ecke der zivilisierten Blase, die dann zwar mit eingesammelt werden als Kopfgeld, aber die dann vielleicht unter Umständen nicht für das Community-Event mitzählen. Das sehen wir nachher, wenn wir die Kopfgelder abgeben.
da zählt immer nicht alles an abgegebenen Kopfgeldern für das Community-Event. In der Regel ist das aber trotzdem ein Großteil davon. Bloß selten, dass das mal ein paar Prozent sind. Da gab es einmal ein Community-Event, da habe ich zum Beispiel 3 Millionen Kopfgeld eingesammelt, habe die abgegeben und plus 300.000 haben dafür das Community-Event gezählt. Das ist natürlich besonders viel Pech. Oder habe ich, warte mal, habe ich zufällig was an Bord? Ach, natürlich, jetzt weiß ich auch, warum die mich angreifen. Ich habe noch die Meta-Legierung von der vorletzten Folge an, oder von der letzten Let's Play-Folge an Bord. Deswegen greifen die mich an. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja witzig. Da muss ich gar nicht nach den Piraten suchen. Da suchen die nach mir. Das ist ja klasse. Ich hätte die natürlich jetzt einfach mal verkaufen können, aber ich lasse die jetzt mal an Bord. Verkaufe ich dann nachher woanders. Und ja. Wenn ihr irgendwann später halt ab, ja, beginnen die großen guten Kampfschiffe los. Also eine Ferdinand ist zum Beispiel saugeil als Kampfschiff. Dann, oder beginnen wir mal kleiner, mit einer Vulture. Eine Vulture, eine gut ausgestattete Vulture, kostet glaube ich so um die 20 Millionen. Das ist ein kleines, sauwendiges Kampfschiff, mit dem ich auch damals sehr, sehr viele Kopfgelder eingeheimst habe. Und die schon sehr, sehr gut ist. Aber dann geht es natürlich weiter über die Ferdinands, über die Imperial Clipper, die Python. Was hätten wir noch? Oh Gott, mir fällt gerade vor Schreck gar nicht alles ein. Die Anaconda natürlich, dann die ganz große Cutter, die Corvette, die ich hier gerade fliege. Man muss da ein bisschen drauf achten für die großen, fetten Schiffe. Später braucht man bestimmte Ränge innerhalb. Oh, das ist eine Anaconda, aber ein Schiff der Systembehörden. Noch eine, die werden uns nicht angreifen. Schade, ich habe gehofft, wir sehen jetzt hier mal ein großes Schiff. Jedenfalls für bestimmte Schiffe braucht ihr später nicht bloß sehr, sehr viel Geld, sondern auch einen bestimmten Rang innerhalb der Föderation oder vom Imperium, dass ihr überhaupt die Berechtigung erhaltet, die Schiffe kaufen zu dürfen. So, wir werden gleich wieder angegriffen. Da wurde links oben gerade angezeigt, dass jemand eine Fracht von mir im Wert von 44.000 Credits haben will. Wenn nicht, dann werde ich angegriffen. Eine kleine Igel. Machen wir mal. So, und das mit dem Fliegen, wie man am besten gegen die Gegner kämpft, ist halt enorm schwierig, das irgendwie anderen zu vermitteln. Man muss das schon ein bisschen... Huch! Man muss das schon ein bisschen selber testen und probieren. Ich habe auch ewig viele Stunden, hunderte Stunden in Kampfzonen oder in Abbauregionen verbracht, um halt einfach immer wieder versucht, mit den Schiffen besser umzugehen und mehr zu lernen. Und wie verhalte ich mich am besten gegen Gegner oder bei Gegnern mit einem bestimmten Kampfrang oder bei einem bestimmten gegnerischen Schiff, weil die alle auch nochmal anders aufgebaut und ausgestattet sein können. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit noch, zumindest die Cobra eventuell. Die Cobra hat einen Frameshift gezündet, fliegt aber hier. Na gut. Dann vielleicht die Viper. Es gibt dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass ihr bestimmte Untergruppen und Module der gegnerischen Schiffe anvisiert. Ich zeige es jetzt hier mal in dem Fall von dem. Das Schiff werde ich nicht angreifen, aber dort links unten sehen wir jetzt. Kann ich zum Beispiel die ganzen Sachen durchschalten, Antrieb, Kraftwerk, FSA, Lebenserhaltung. Und man kann dann speziell, wenn dann das Schild weggeschossen ist vom gegnerischen Schiff, direkt auf eines der Module gehen. Zum Beispiel ist es ganz sinnvoll, mit einem vielleicht selber kleineren Kampfschiff bei großen gegnerischen Kampfschiffen auf das Kraftwerk zu gehen. Das ist meistens so in der Mitte ein bisschen gut versteckt. Und das Kraftwerk erstmal runterzuschießen, bevor man die Hülle des gegnerischen Schiffes runterschießt. Wenn das Kraftwerk nämlich kaputt ist, dann kann das gegnerische Schiff nicht mehr irgendwie navigieren, wegspringen oder so. Das ist dann halt einfach kaputt und liegt dann im Raum rum und dann könnt ihr in aller Seelenruhe da draufballern. Das habe ich früher zum Beispiel immer gemacht mit der Vulture. So ein kleines, schnelles, flinkes Raumschiff. Aber da muss man halt sich jedes Mal immer selber wieder neu drauf einstellen. Deswegen ist es schwierig, dass ich jetzt zum Beispiel einfach mal zeige, wie fliege ich am besten, weil jeder hat die Steuerung ein bisschen anders. Wenn ihr zum Beispiel mit einem HOTAS fliegt, könnte ich überhaupt keine Tipps geben. Ich fliege halt seit Anfang an nur mit Maus und Tastatur und komme damit meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut zurecht. Ja, haben wir noch was? Mal schauen. Die Keelback vielleicht. Nö, auch sauber.
Da werde ich wieder gescannt. Da ist noch eine ASP-Scout. Die fliegt aber auch wieder weg. Jedenfalls Ruben, der sitzt jetzt halt in seinem Fighter unten drin. Ich weiß gar nicht, sehen wir den gerade? Der müsste irgendwo da drüben sein. Da, da ist er. Oh, ich werde angegriffen. Da, da düst du los. Mann, da will der jetzt schon wieder was von mir. Wieder ein Zweierwing, ein Dreierwing sogar. Gut, dann nehmen wir die halt noch mit. So, Fighter zerstört. Und jetzt kommt der Fall, warum es gut ist, dass ich mehr als einen Fighter an Bord habe. Denn wenn so ein Fighter kaputt ist, dann seht ihr das da rechts oben, dieser blaue Kreis im Bau befindlich. Das dauert halt eine Weile, bis da wieder ein neuer Fighter hergestellt ist. Deswegen switche ich einfach auf den nächsten und setze Ruben da rein. Und dann kann er wieder direkt mitkämpfen. Mit bestimmten Manövern, die man sich am besten wirklich einfach selber durch Erfahrung beibringen muss, kann man halt auch die kleinen wendigen Schiffe gut vor die Linse kriegen. Es ist wirklich, ich könnte das jetzt so auf Anhieb nicht erklären, wie ich halt spezielle Flugmanöver fliege oder so. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Einfach probieren, einfach testen, einfach kleine Schiffe nehmen, die vielleicht nicht gerade im Dreierring sind. Mit dem großen Schiff überhaupt kein Problem. Das hat fette Schilde dran, da können die Kleinen draufschießen, wie sie wollen. Das dauert dann eine Weile, bis sie kaputt sind. So. Ach gut, eine kleine Sidewinde. Die wird ruckzuck kaputt sein. So. Schade, kommt halt kein großes Schiff rein. Ne? Ich hätte jetzt gerne mal gegen eine Anaconda oder sowas gekämpft oder eine Clipper. Schade, nichts zu sehen. Ich kann mal noch. Da kommt doch noch einer. Oh, noch ein Dreierwing. Oh, jetzt kommen sie mit Raketen an. Das ist ganz gut, da kann ich euch mal noch die Schildzelle zeigen. Die zünde ich jetzt einfach mal. Und jetzt übersteigt die Hitze das Schiff. Rechts oben sehen wir Hitze auf kritischem Niveau. War kurz bei 135%. Sinkt aber schon wieder. Das geht dann relativ schnell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Schildzellen nutzen würde, wie jetzt, man kann zwei hintereinander nutzen. Dadurch, dass ich zwei Schildzellenbänke drin habe, brauche ich nicht zu warten, bis die andere sich auflädt. Wähle ich zum Beispiel einfach zwischen oder nach der ersten Schildzelle, wenn die abgeklungen ist, einfach einen Kühlkörper, nehme dann direkt die zweite und bekomme keine weitere Überhitzung vom Schiff. Auch das muss man einfach ein bisschen rumprobieren, wie man das am besten macht. Und das Schiff oder das Schild ist wieder komplett aufgeladen. So, und bevor die mich jetzt hier doch noch irgendwann vielleicht ein bisschen zu sehr ärgern, nehmen wir noch die Cobra MK4 mit und gehen dann mal zurück zum Raumhafen und geben die paar Credits ab. Wie gesagt, das soll jetzt bloß zum Zeigen erstmal sein. Aber das ist ganz witzig mit der Meta-Legierung, dass ich die noch im Frachtraum habe, dass sie mich deswegen hier angreifen. Ist gar nicht so verkehrt. Ja, die. Ich scanne. Doch nochmal. Nein, doch nicht. Weg damit. Die Kopfgeldbelohnung können halt von kleinen 10.000 Credits, hier 40.000 Credits bis auf 300.000, 400.000 Credits im seltensten Fall steigen. Also es sind locker mal 100.000 bis 200.000 Credits drin, auch ab und zu mal zwischen 200.000, 250.000, 300.000 ist dann schon so eine kleine oder die erste Obergrenze und noch ein bisschen mehr kommt dann noch seltener vor. Je nach Größe des gegnerischen Schiffes und Kampferfahrung, sprich Kampfrang des gegnerischen Schiffes, steigt dessen Kopfgeld. Gut, halt, da wollte ich nicht hin. Das war verkehrt, ich wollte die Waffen wieder einfahren. Und dann fliege ich jetzt einfach wieder zurück. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal abgeschossen. Wir müssen da hinten wieder hin. Ich muss nochmal kurz ein bisschen weg, bis die Massensperre aufgehoben ist. So, da will wieder jemand was von mir. Kriegt er aber nicht. Kann er auf ihn schießen, wie er will. So, mit Ruben ist es jetzt so, entweder ich hole den noch rein. Ich kann es ja mal zeigen, bevor ich hier abhaue. So, Ruben kommt jetzt rein. Da wird dann hier unten diese Schleuse geöffnet. Die schießen zwar jetzt auf mich, aber ich hoffe, der überlebt es noch. Und Ruben dürfte dann gleich landen. Ich dürfte eine Nachricht bekommen, falls sie mein Schild wegschießen. Ruben. Ruben kommt nicht. Doch, da oben kommt er.
Oder? Ist das meiner? Kommt doch nicht. Doch, jetzt kommt er. Na komm, Ruben, jetzt. Jetzt dürfte aber kommen. Ich lasse jetzt einfach mal. Na komm, flieg rein. Okay, gut, die haben jetzt den Fighter beim Landeanflug auf die Schleuse doch noch zerstört. Schade. Dachte, wir sehen das mal. Na gut, dann hau ich jetzt einfach ab. Ihr seht, da ballern gerade 5, 6, 7 Schiffe auf mich. Das sind alles recht kleinere oder mittlere Schiffe. Die können wir da erstmal nicht so viel anhaben, weil halt, wie gesagt, das Schiff hier aktuell sehr, sehr gut ausgestattet ist und kostet locker, ich glaube, 5, 6, 700 Millionen oder so. Da braucht man tatsächlich schon ein bisschen, aber alleine der Weg dorthin, also mein Ziel war am Anfang nie direkt irgendwann später mal das größte, fetteste Schiff mit der besten Ausstattung zu haben. Natürlich ist das ein Ziel, was man sich vornimmt, aber der Weg dorthin ist halt geil, ne? Weil du auf dem Weg dorthin halt schon viele, ich glaube, ich habe alle Schiffe dann mal geflogen, einfach mal probierst und verschiedene Sachen ausübst, halt mal ein bisschen exploren gehst, dann machst du mal ein paar mehr Planetenmissionen, handelst mal wieder, Kopfgeldjagd, Kampfbelohnung und so weiter. Irgendwas lässt sich da schon finden und die Zeit mit vertreiben und dadurch halt im Laufe der Zeit dann auch die Credits bzw. das eigene Bankkonto füllen und geht das Spiel am besten in Ruhe an, macht das, worauf ihr wirklich Lust habt und mal testen wollt und irgendwann kommen dann auch die Credits dazu, indem ihr euch die größeren Schiffe leisten könnt, aber macht euch deswegen keinen Stress und ich werde nicht nochmal auf, oder überhaupt nicht, auf Kommentare eingehen, wie man am schnellsten Credits machen kann. Das wurde ich schon oft gefragt, ob ich nicht dazu mal ein Video machen kann. Das mache ich so direkt nicht. Es gibt das ein oder andere Video, was ich mal gemacht habe, welches zeigt, wie man ganz gut Credits machen kann. Aber nicht unbedingt, wie es am schnellsten geht oder vielleicht, ja, gut. Könnt ihr ja selber mal gucken. Auf jeden Fall gibt es da das ein oder andere Video von mir. Aber direkt da sowas beantworten möchte ich eigentlich nicht. Deswegen, ihr müsst nicht immer gleich alles haben. So. Gut, wenn ihr dann ein bisschen Kopfgeld verdient habt, dann landen wir wieder auf der Station, die Kopfgelder bekommen möchte. Und jetzt ist es halt wichtig, dass ihr halt vorher, na komm, vorher, bevor ihr das Kopfgeld unter den Kontakten hier links abgebt, dauert einen kleinen Moment, das wird nochmal berechnet und zusammengerechnet. 738.000 Credits haben wir jetzt insgesamt eingenommen. Bevor ihr hier drauf geht, auf alle Kopfgeldbescheinigungen einlösen, seid sicher, dass ihr vorher auch das Community-Event angenommen habt. Wenn nicht, war alles für umsonst. Und ihr müsst dann wirklich auf der Station auch die Kopfgelder, wie hier in dem Fall, einlösen. Gut, dann schauen wir mal. 738.000 Credits insgesamt. Die werden aber wahrscheinlich nicht komplett für das Event mitzählen. Schauen wir mal. So, 738.000, dann schaue ich mal rüber. Jetzt müsste mir noch, ja, da ist es. 385.000 haben bloß gezählt, also ungefähr die Hälfte gerade mal. Das ist tatsächlich ein bisschen wenig. Also so 50% der eingenommenen Kopfgelder von gerade eben zählen jetzt dann doch für das Community-Event. Ist noch okay, könnte aber mehr sein. Und wir sind damit in die Top 75% schon gerutscht und würden schon mal 4,5 Millionen Bonus verdienen. Also keine so schlechte Sache. Jo. Also das wäre es dann erstmal noch so ein bisschen, nochmal so das Kämpfen mit dem größeren Schiff gezeigt. Und wie gesagt, auf Kampfmanöver da einzugehen oder das anderen zu beschreiben, ist immer nicht so einfach. Am besten halt, wie gesagt, selber üben und probieren und auch mal einen Schiffsplatzer hinnehmen. Das ist dann einfach mal so, war bei mir genauso. Irgendwann hat man das dann einfach im Gefühl oder im Blut, wie man da für die jeweilige Situation reagiert oder reagieren muss oder sollte. Einfach testen, einfach Spaß haben am Spiel und euch nicht verrückt machen lassen, um so schnell wie möglich an Credits zu kommen. Das hier wäre eine gute Alternative, um zusätzlich nochmal ein bisschen Bonus zu kriegen, wenn man vielleicht eh gerade vorhat. Oh, jetzt hupt hier so ein Idiot draußen auf der Straße. Ich hoffe, das kommt nicht rüber. Wahrscheinlich schon. Na gut, das war's dann für heute für die Community Events und ich verlinke euch dann mal Inara CZ mit den Community Events, dort wo sie immer aktuell auftauchen und dann von mir aus auch nochmal meine Corvette, die ich hier aktuell fliege, die dürfte ungefähr so in Coriolis gerade
abgespeichert sein. Schaue ich nochmal nach. Und ja, bis dahin war es jetzt erstmal von mir wieder. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.